Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist heute finally die Glossy Box bei mir eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen die Februar-Edition einmal auszupacken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Februar-Edition ist nicht nur eine Februar-Edition, sondern es ist die Valentinstags-Edition. Ach, alles ist rosa, alles ist schön. Nein, ich bin wirklich gespannt. Es ist wirklich so ein Altrosa oder Altrosé. Und hier hast du in allen möglichen Sprachen das Wort Liebe stehen. Love, Amour, Liebe. Steht da überhaupt Liebe drauf? Müsste ja eigentlich da. Nein. Oh, Liebe steht hier gar nicht mehr drauf. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ne? Auf jeden Fall ist das die Glossy Box, die ich im Abo habe. Habe ich im Jahresabo, zahle 12,50 Euro pro Box, also auch pro Monat, weil das eine monatliche Box ist. Kriegst du aber auch im jederzeit kündbaren Abo für 15 Euro und so weiter. Also das ist halt sehr, sehr, sehr schön aufgesplittet, sodass du dir wirklich deine perfekte Aboform aussuchen kannst. Ich blende hier auch mal einen Gutscheincode ein, dann kriegst du die ein bisschen günstiger. Und jetzt will ich gar nicht lange schnacken. Ich will mit dir reingucken, ne? Also erstmal nehme ich hier den Deckel ab. Das ist ein Deckel. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box, beziehungsweise zuerst einmal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, mit einer süßen Lady. Oh, Love Crosses Borders Edition. Mm. Ja, Liebe überwindet wirklich alle Grenzen. Das ist das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, mit den Preisen, den Produktinformationen. Und ja, bei der Glossy Box ist es tatsächlich so, dass die Produkte, die in der Box sind, sehr, sehr stark variieren. Also du hast meistens so zwei Produkte, die in allen Boxen drin sind, aber es gibt dann noch ganz viele verschiedene Variationen. Das heißt, wenn du eine Glossy Box bekommst, ist vielleicht nicht unbedingt genau das gleiche drin wie bei mir. Genau, dann machen wir das Schleifchen mal auf und da steht drauf Love Crosses Borders. Och, das ist ja wirklich hübsch, ne? Ist hier ein bisschen lose, deswegen muss ich das kurz beiseite stellen, dass ich das aufmachen kann. Ich brauche manchmal noch so 5 Hände mehr. Okay, hier haben wir einen Klebi, der das Seidenpapier verklebt, aber ich rieche erst dran. Ich bilde mir ein, dass es nicht nur nach Papier riecht. Ich bilde mir ein, dass ich auch irgendwas Blumiges mit rieche. Mal gucken. Aber weil Valentinstags-Edition ist, ich habe ja schon ein paar Boxen ausgepackt in den Valentinstags-Editionen. Da denke ich halt wirklich an irgendwelche romantischen, blumigen Düfte, an irgendwas total Schönes, was uns auf den Valentinstag vorbereiten soll. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box. Jo. Und sehen direkt ein Produkt, was ich tatsächlich gerade auch unter der Dusche stehen habe. Von Pure 97 Enzian und Quellwasser sanft pflegende Spülung. Das ist diese hier. Der Duft, also ich kann ja schon mal eine Review dazu geben. Ich teste ja unheimlich viele Produkte. Also ich muss kurz mich hier ordentlich hinsetzen, meine Beine überschränken und schlau aussehen. Unfassbar, okay. Der Duft ist wirklich gewöhnungsbedürftig, ne? Es ist nicht mein Favorite-Duft, weil ich tatsächlich eher so ein Fan von blumigen Düften bin. Weswegen ich zum Beispiel auch finde, dass das hier nicht unbedingt was in einer Valentinstags-Edition von der Glossy Box zu suchen hat. Riecht, wie riecht Enzian und Quellwasser? Das ist halt eine schwierige Beschreibung, ne? Eher frischer, auch so ein bisschen ins Lavendelmäßige. Aber es ist jetzt nicht so mein absoluter Favorite-Duft, wo ich sage, boah geil, den will ich 5-mal nochmal nachkaufen. Deswegen bin ich jetzt auch nicht unfassbar glücklich drüber, den nochmal in der Box mit drin zu haben, obwohl ich das Produkt gut finde. Aber der Duft ist halt so, naja, so lala. Nicht mein Favorite. Okay, dann habe ich etwas, das hatten wir auch in der Look Fantastic Beauty Box drin. Und die Look Fantastic Beauty Box und die Glossy Box sind ja aus einer Familie. Quasi The Hut Group, das ist ja eine Gruppe, das gehört zusammen. Das heißt, wenn du zum Beispiel so wie ich beide Boxen im Abo hast, kannst du die beiden Kunden auch miteinander verknüpfen. Sodass, wenn du zum Beispiel die Produkte aus der Glossy Box bewertest und dadurch ja Punkte bekommst, kannst du die auf dein Look Fantastic Konto übertragen lassen, um im Look Fantastic Online Shop einkaufen zu gehen. Oder halt um die Special Boxen zu holen. Ne? Aber das ist halt so, finde ich sehr, sehr praktisch, weil sonst habe ich halt Glossy Points gesammelt oder Glossy Points und konnte die dann halt umwandeln in Special Editions. Und dadurch, dass halt beide Boxen jetzt miteinander verknüpft sind, kann ich die auch im Look Fantastic Online Shop einlösen und mir dann mal irgendwann von Too Faced eine Palette holen oder von, ich glaube, Natasha Denona gibt es da jetzt auch und so. Auf jeden Fall schweife ich vom Thema ab. Wir haben von Starskin Dream Kiss eine Plumping and Hydrating Biozellulose Lip Mask. Das ist dieses Produkt. Ja. Da wollte ich nur sagen, in der Look Fantastic Box hatten wir auch eine Lippenmaske drin. Ist ganz praktisch, habe ich auch da bei dem Unboxing schon gesagt. Denn du hast jetzt im Winter halt sehr trockene Lippen.
das Wetter ist halt echt frech und die Heizungsluft und ne, es ist generell alles etwas trockener und gerade am Valentinstag, wenn man so ein bisschen rumknutschen möchte und so, dann möchte man halt wirklich schöne, volle und gepflegte Lippen haben und ja, das ist dann so die SOS-Maßnahme, die man dann quasi eben kurz schnell mal vor dem Date benutzen kann. Ich habe auch die Kommentare mir unter dem Look Fantastic Unboxing durchgelesen. Es ist so interessant, so wenige feiern tatsächlich, das Telefon klingelt. Das war meine Tante, die wissen wollte, wie viel man so heutzutage bei einer kirchlichen Hochzeit gibt. Ziemlich witzig, denn dieses Thema habe ich jetzt aktuell auch mit einer Zuschauerin gesprochen, die mir diese wunderschönen Ohrringe zugeschickt hat, die liebe Madeleine Pisula. Ja, genau. Und ne, da haben wir gerade ein bisschen gequatscht, aber ich rufe sie gleich nochmal zurück, wenn ich hier mit dem Drehen fertig bin. Auf jeden Fall finde ich gut. Das ist so typisch, ne? Das Thema und Claudia rennt einfach fünfmal außenrum zu. Egal, ja, ne, finde ich gut, werde ich auch auf jeden Fall verwenden. Genau, was ich, genau, stimmt, wir hatten eben gesprochen, dass ich mir die Kommentare durchgelesen habe und ich habe mich gewundert, wie wenige von euch tatsächlich Valentinstag feiern, beziehungsweise, ja, da überhaupt irgendwas machen. Ich meine, es ist natürlich so, klar, wenn man lange mit seinem Partner zusammen ist, mein Freund und ich, wir sind auch 14 Jahre zusammen, dann ist es jetzt nicht so, dass man da mega das Event von macht, wie jetzt beim Jahrestag oder so, aber keine Ahnung, es ist nochmal so ein kleiner Anstupser, um halt noch so sich gegenseitig ein bisschen eine Aufmerksamkeit zu geben. Das ist meine Meinung, ne? Also das, da, jeder Jack ist anders, ihr könnt da, ne? Jeder hat da seine eigene Einstellung zu. Ich werde ihm aber wahrscheinlich Werkzeug schenken und Werkzeug wird nicht am Valentinstag im Preis steigen, ne? Aber gut, ja, ich wollte weitermachen mit dem Unboxing. Ich schweife ab. Es tut mir voll leid, Leute, es tut mir wirklich leid. Ja, etwas, was drin ist, was... Einerseits passt es zu Valentinstag, weil du solltest es an Valentinstag benutzen. Andererseits nervt es mich, weil ich die jetzt schon zum bestimmt 15. Mal in der Box drin habe. Ich rede hier von der Humble Brush. Es ist eine Zahnbürste. Ja, man sollte sich Valentinstag die Zähne putzen, aber warum ist sie in dieser Box? Das ist gerade ein bisschen ulkig, oder? Ja, was soll uns die Humble Brush sagen? Die Humble Brush ist natürlich eine gute Zahnbürste. Das steht vollkommen außer Frage, aber die Boxen überfluten uns echt mit dieser Zahnbürste und ich möchte keine Zahnpflegeprodukte in meinen Boxen drin haben. Möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen? Möchte ich nicht. Also, das ist ja Zahnpflege. Sowohl Zahnpasten als auch Zahnbürsten. Ich will es nicht. Nein, ich möchte das nicht. Wirklich nicht. Es ist aus Bambus, das ist der wohl am schnellsten nachwachsende Rohstoff der Welt, bla bla bla. Ich sag euch das immer wieder das Gleiche und jetzt reicht's. Jetzt sage ich es nicht mehr. Nie wieder. Was ist das? My new favorite Lip Gloss von Floss. Schön. Ja, ein Lip Gloss. Das finde ich toll. Lipglosse mag ich. Sieht man auch. In letzter Zeit trage ich häufiger Lip Gloss. Und ja, jetzt gerade einen von Bare Minerals. Ja, Bare Minerals aus dem Adventskalender. Genau. Ja, Brillant à Lèvres. Das ist ein Lippengloss. Ein Lipgloss von Floss. In Tuben, muss ich gestehen, mag ich die nicht so unbedingt ultra gerne. Es sieht halt irgendwie ein bisschen fancier aus. Ja, definitiv. Aber ich finde die Aufbewahrung nicht so leicht. Ja, Tatsache. Also ich finde, dass es hochwertiger aussieht, wenn das halt nicht in so Tubenverpackung ist. Meine Meinung, ne? Das ist nur meine Meinung. Und die Farbe mag ich aber. Das sieht ganz hübsch aus. Ich weiß nicht, ATH steht hier drauf. Ich weiß nicht, ob das die Farbe ist. Never Tested on Animals. Auch das ist total charmant. Oh, der riecht auch süß. Das mag ich. Das gefällt mir. Ja, und die Farbe ist auch nice. So ein heller Rosenholzton, ne? Ja, super schön. Mag ich richtig gerne. Gefällt mir. Finde ich klasse. Ist toll. Perfekt geeignet für einen Valentinstag. Werde ich behalten. Werde ich verwenden. Ich mag aber diese Verpackung nicht so gerne. Aber dennoch werde ich es verwenden. Fühlt sich jetzt auf der Haut etwas klebriger an, muss ich tatsächlich sagen. Ne? Aber ich werde den noch auf den Lippen testen. Jetzt gerade habe ich eine sehr komplizierte Lippenkombi mir drauf gemacht. Wir stehen aus Lipliner, Lippenstift und Lipgloss. Das kann ich ja eben kurz zeigen, weil irgendwer wird mich garantiert fragen. Das ist von Ila Maska. Aus dieser Chinese New Year Edition, der Coloring Lip Pencil in der Farbe, steht nicht drauf. Das ist so ein Nude. Darüber habe ich mir gegeben von Tarte den Lip Sculptor Lipstick. Das ist so ein Duo-Ding. Das hatte ich in einem Trash-Paket von Lea bekommen. Und hier oben ist halt so ein richtig ganz normaler nude-farbener Lippenstift mit drin, ne? Fand ich ganz hübsch, hat auch ganz gut zusammengepasst. Und darüber habe ich gegeben, damit meine Zähne
weißer aussehen tatsächlich. Und es funktioniert damit sehr gut von Bare Minerals. Diesen Lipgloss, der so auch ebenfalls so aussieht wie das, was hier quasi gerade auf meiner Hand ist. Ziemlich witzig. In der Farbe Rebel. Genau. Und diese Dreier-Lip-Kombi trage ich in letzter Zeit sehr häufig. Schon wieder ist sie abgeschwiffen vom Thema und möchte wieder zum Thema zurückkehren. Auf jeden Fall, ne? Wie gesagt, diese Lipgloss-Farbe trage ich aktuell. Aber Verpackung ist nicht so ganz meins. Okay, ja. Kommen wir zum letzten Produkt. Und das ist hier etwas von Fix & Rouge. Charm, Wonderlove. Es passt natürlich auch irgendwie zum Thema von diesem Produkt an sich her. Ich weiß jetzt nicht, was es ist. Glow Elixier. Also du kannst es entweder als Glow Base verwenden oder als Highlighter, wenn du das ein bisschen aufbaust. Och, schön. Ja, das ist quasi ein Primer, würde ich sagen, oder? Was ist denn so ein Glow Elixier, ne? Oh, ist das schön. Meine Herren, ist das schön. Doch, das mag ich. Ich bin kein Fan von Liquid Highlightern, aber das ist niemals nur ein Highlighter. Guck mal, wie fett dieses Gedöns ist, ne? Hast du einen Geruch? Vegan and Cruelty Free 30ml. Das ist sowas von ein Primer wahrscheinlich. Sehr, sehr stark parfümiert. Leicht rose vom Duft her. Also leicht rose, ansonsten Parfüm. Und das ist so, oh, so Perlmutt, rosa schimmernd. Och, ist das hübsch. Ist das hübsch. Ja, macht auch einen zarten Glow auf die Haut. Also ich denke, das wird das Ganze ganz frisch aussehen lassen. Oh, nee, das mag ich gerne. Das sieht jetzt auch sehr dezent aus, sehr wässerig vor allem. Also da sieht man jetzt nicht so unbedingt diesen so Glitzer oder so, ne? Das ist halt einfach Glow. Als hättest du quasi so ein Muschel- oder Perlmutt-Glow im Gesicht. Und das finde ich mega schön. Doch, das gefällt mir, ne? Sehr dezent. Und das verstehe ich jetzt auch, was die meinten mit Go All Natural, also das O Naturell, dass du quasi auch gar nicht irgendwie eine Foundation drüber machen musst oder so, sondern dass du das einfach so im Gesicht haben kannst. Gut, wenn es jetzt so ein bisschen trocknet, sieht man schon diese Schimmerpigmente ein bisschen mehr drin, ne? Aber ich finde es hübsch. Doch, und ich finde auch diese Verpackung total hübsch. Das ist so Mädchen-Style, aber halt auch irgendwie edel, weil es ist eine Glasflasche, es ist eine Pipette, es ist schön, es hat ein Herzchen drauf, es ist voll Valentinstag. Tatsächlich haben mir die drei Produkte, die halt alle in den Boxen drin haben, die halt nicht variabel sind, am besten gefallen. Das, was ich halt jetzt drin hatte, was jetzt variabel war, sind diese zwei Produkte. Ne? Aber ganz ehrlich, wenn ich drüber nachdenke, was das für andere Produkte sind, ist es okay. Ist es okay. Es sind so Basic-Produkte, die man halt einfach benutzen kann, nicht unbedingt benutzen will. Und jetzt nicht unbedingt was mit Valentinstag für mich zu tun haben, wenn dann nur im groben Sinne und ganz stark weiter interpretiert, wie ich das gerne mal mache. ja, ist okay, oder? Was meinst du? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Ich beschwere mich nicht, denn ich habe für diese Produkte 12,50 Euro bezahlt. Und wenn ich mir angucke, dass alleine dieses Glowfee 42 Tacken kosten soll, halte ich einfach mal ganz gepflegt meinen Mund und sage, Dankeschön, liebes Glossybox-Team. Ihr habt mich sehr glücklich gemacht und die Produkte gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, ne? Ich hoffe, dass auch dir dieses Video gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.